Herzlich willkommen zurück zu der Pokémon Edition, die Ding heißt. Pokémon Mond. Ja, Pokémon Mond, genau, Pokémon Mond. Wir sind ja bei Pokémon Mond. Vielleicht mal eine Erklärung zu den anderen Features, die ich jetzt auch ausprobiert habe. Also dieses komische Link da, dieses Link-Teil da, das zeige ich euch mal geschwind, oder Sofort-Link, hat wirklich was mit drahtloser Kommunikation zu tun, und das können wir eigentlich nicht so großartig gut machen, da es halt eine reine Mehrspielersache ist. Es ist wirklich reine Mehrspielersache. QR-Code-Scanner gehen wir auch nicht rein, weil das ist halt nur da, um Pokédex-Einträge zu scannen. Und gehen wir mal in Kampfvideos rein, da müssen wir was akzeptieren. Kampfkamera starten. Da wird jetzt die SD-Karte überprüft, ich zeige es euch gerne da unten. Ja, es ist kein Kampfvideo vorhanden. Da kann man jetzt praktisch solche Kampfvideos aufzeichnen. Und da kann man bis zu 100 Kampfvideos aufzeichnen. Und von Link kämpfen oder kämpfen auf der Kampfplatz. Ja. Aber nicht interessant für uns. So, dann gehen wir mal wohin eigentlich? Wir müssen eigentlich jetzt wieder nach oben. Ach ne, das können wir jetzt so machen, genau. So, dann rück mal schön zur Seite. Wir müssen hier das spenden. Ich bin Prüfungshelfer und unterstütze Mädchen und Jungen. Absolut fantastisch, du hast es geschafft. Geh nun ins Innerste der Höhle. Und dann holen wir uns jetzt den Z-Kristall. Also sind es praktisch jetzt die neuen Orden, die Z-Kristalle. Dich beschleicht das unheimliche Gefühl, von einem stechenden Blick verfolgt zu werden. Möchtest du den Z-Kristall aus dem Sockel nehmen? Meine Güte, nehmen die ganze Spannung, denn jetzt springt nämlich was, kommt nämlich ein Jumpscare. Oh, evil. Radikal, der Herrscher der Vegetationshöhle ist vor dir aufgetaucht. Oh mein Gott, the shit is rising. Wir kämpfen jetzt gegen ein Radikal, allerdings ein Herrscher. Und Herrscher haben die besondere Eigenschaft, dass diese jetzt in eine besondere Aura der Verteidigung gehüllt sind. Ja, und das Ding ist extrem groß, also proportional hat sich schon vergrößert, ich finde. Da wirken wir gleich viel kleiner. Also kleiner Bird. Und das Ding kann auch tatsächlich noch Mitstreiter rufen. Also insgesamt ist das richtig böse, was hier abgeht. Jetzt ist der Kampf auch irgendwie ein bisschen langsamer. Warum immer das Ding auch das Ding schneller ist als wir. Ich verstehe es nicht. So, das war doch ein ganz guter Angriff, würde ich mal sagen. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass das Ding in der Lage ist, also sich durch Ratzfatz zu heilen. Es gibt ja in manchen RPGs wirklich, dass sie nur die Schergen holen, damit sie ihren Kumpel heilen. Das könnte ja auch eine gute Gameplay-Idee sein. Okay, keine gute Gameplay-Idee für uns natürlich, versteht sich. Dann kümmere ich mich erstmal um dieses Ratzfatz. Das gefällt mir gar nicht, was das hier macht. Ja, das Gameplay könnte ja allerdings ein bisschen flüssiger ablaufen. Und das war's auch schon mit dem Radratz. Und für Sky so bedeutet das Level 12. Und will Schlecker lernen. Och ne, jetzt habe ich mich schon wieder verklickt. Ja, das gibt's doch nicht. Nein! Naja, egal. Wir haben ja noch super Tränke. Und damit werden wir diesen Kampf auch zu einem guten Ende für uns führen. Ich sollte vielleicht noch eine Stufe weiter ranzoomen. Ja, also seht ihr das obere Eck nicht so ganz. Also zoome ich nochmal zurück und gehe so voran, gehe manuell voran. So. Ist ein bisschen hell das Ganze. Was auch immer das soll. Ich verstehe es nicht. Ja, das ist natürlich doof mit der Verteidigung, auch wenn Blattwerk jetzt glaube ich gar nicht eine. Wobei, ist es eine physische Attacke?
Ist das physisch oder ist das schon speziell? Ich habe keine Ahnung. Das ist, was meine Gelenke wieder total verspannt ist und ich deswegen wieder irgendwelche crazy Geräusche damit machen muss. Und das war's. Wir haben unsere Prüfung anscheinend bestanden. Und das gibt Level 17 und die Entwicklung. Denn hier entwickelt sich der Start auf Level 17 weiter. Das gilt für alle. Und genau das ist jetzt der Fall. Doch dreht sich erstmal den Kopf um. Du besiegst Radikal Herrscher. Sehr schön. So, und jetzt entwickel dich mal schön weiter. Du hast es dir nämlich verdient. Muss jetzt erstmal hier die Mega-Schoße abziehen, in den Himmel aufsteigen und runterfliegen. Und jetzt haben wir ein Arboretos. Arboretos, ja, klingt komisch. Naja, ich nenne es weiter in CPG Graphics. Die letzte Entwicklung ist geil, das kann ich mir versprechen. So, die 002. Und Rotom gibt wieder seinen Kommentar dazu ab. Das findet Rotom natürlich geil. So, Radikal ist in die tiefsten Tiefen verschwunden. Eine großartige Demonstration deiner Fähigkeiten als Trainer. Du hast das Herrscher-Pokémon besiegt, das ich so hart und eifrig trainiert habe. Du, dafür schlägt es mir fast die Sprache. Du hast meine Prüfung gemeinsam mit deinen Pokémon wirklich mit Bravour gemeistert. Du bist ein vielversprechender Trainer. Lukas, herzlichen Glückwunsch. Jetzt nimm dir den Z-Kristall aus dem Sockel. Das war jetzt praktisch die Normalprüfung und wir haben es endlich geschafft. Wir haben unseren ersten Kristall von 7. Prüfung bestanden. Also das können wir jetzt praktisch als Orden ansehen oder so eine Art. Mehr oder weniger, auch wenn es ja eigentlich ein Item ist, das man einsetzen kann. Normium Z in Z-Kristalltasche verstaut. Dafür gibt es sogar eine eigene Kristalltasche. Was du gerade erhalten hast, ist der Z-Kristall des Typs Normal. Er wird auch Normium Z genannt. Du sollst ihn unbedingt ein Pokémon geben, das Normalattacken einsetzen kann. Da musst du noch diese elegante Pose einnehmen und schon entfesselst du mit Normalattacken die fulminante Z-Kraft. Ja, das ist jetzt praktisch jetzt so vergleichbar mit den Limit Breaks aus Final Fantasy. So viel dazu, nun weiter im Text. Ach ja, da fällt mir noch etwas ein, das ich noch nicht erwähnt hatte. Die Herrscher-Pokémon. In den Gebieten, in denen die Prüfungen abgehalten werden, erwartet dich immer ein besonders starkes Pokémon. So wie Radikal gerade eben. Außerdem unterstützen die Pokémon in Alola einander gegenseitig, was dazu führt, dass sie im Kampf oft andere Pokémon zu Hilfe rufen. Und du darfst jetzt die Pokémon in der Höhle fangen, da du ja den Herrscher besiegt hast. Nimm diese Superbälle zur Feier des Tages. Hier wär's mit einer TM? Das ist auch sehr komisch. Ja, deine Pokémon haben bravourös gekämpft. Warte, ich mache es eben mal fit. Oder hat er uns davor schon bei diesem Kampf gegen sich selbst schon eine TM gegeben? Ich meine schon. Ich würde dir ja gerne was Spannendes zeigen. Komm doch bitte auf Route 3. Das machen wir jetzt auch. Und ab diesem Moment, Leute, ist es wieder für mich blind. Wer hätte es gedacht? Ich finde es halt nur ein bisschen schade, dass wir hier noch nicht entlang gehen können, was daran liegt, dass wir noch kein Pokémobil einsetzen können. So, jetzt kommen wir ständig Pokémon, das nervt mich auch ein bisschen. Das turnt mich ab. Und da flüchten wir natürlich, weil mir das überhaupt nicht gefällt. I'm not amused with it. Deswegen nichts wie raus hier aus dieser grünen Hölle. Das ist eine Normalhöhle. Auch wenn ich nicht weiß. Okay, gut, es gibt auch Zubat. Das ist ein positiver Aspekt. Das können wir feiern, denn das haben wir noch nicht gefangen. Ja, ich finde das so schade, dass man schon direkt an Schutz rankommt. Also wir können uns eigentlich schon längst mit Schutz zukaufen. Das mache ich aber nicht. Denn bisher nerven mich die Pokémon noch nicht so sehr, dass ich sagen würde, komm, jetzt müssen wir alle Pokémon gleich skippen.
Nee, so ein Typ bin ich echt nicht. Dafür habe ich einfach viel Besseres zu tun. Und wir haben Zuba tatsächlich gefangen, wie jetzt gedacht. Hallöchen, ich bin's wieder, Captain Elima. Auf den Inseln der Alola-Region wirst du immer wieder mal auf eine Barriere stoßen. Man bezeichnet sie auch als Barriere des Captains. Und hinter einer solchen Barriere tummeln sich lauter ziemlich starke Pokémon. Ist man mit einem starken Trainer unterwegs, darf man sie auch ohne weiteres passieren. Aber wer gerade auf Inselwanderschaft ist, muss erst die entsprechende Prüfung meistern, bevor er schließlich durch die Barriere darf. Hast du verstanden? Dann sieh jetzt zu und bestaune die Zauberkräfte von Captain Elima. Das war's nicht du, das war der Kerl, der gerade dieses Teil berührt hat. Der hat hier den magischen Finger eingesetzt und, ich würde gerade sagen, er hat die Barriere mit sich selbst in Luft auflösen lassen, aber er ist ja noch da. Voila! Und schon ist die Welt ein bisschen größer geworden. Also ich finde diese Einschränkungen, die finde ich ein bisschen doof, aber es ist besser argumentiert als irgendein dummer Stromausfall, wie zum Beispiel in anderen Regionen. Hier auf Mele Mele bin ich der einzige Captain. Sprich, es gibt hier auch nur eine einzige Prüfung. Du sollst dem Inselkönig Halla Bescheid sagen, dass du die Prüfung hier gemeistert hast. Und der war schon dahinter. Interessant. Oh, Lukas. Elimas Gesicht nach Zurteile hast du deine erste Prüfung wohl bestanden. Das schreit nach einer Belohnung. Ich hab's. Ich erkläre dir jetzt mit meiner schönsten Säuselstimme die Z-Kraft. Los geht's, brande mich damit. Wähle zunächst einen Z-Kristall in deiner Z-Kristalltasche aus. Wende diesen Z-Kristall als nächstes auf ein passendes Pokémon an. Die ausgewählte Z-Kristall zeigt Wirkung, wenn ein Pokémon Attacken desselben Typs hat. Gibst du einem Pokémon ein Z-Kristall zum Tragen, kann es im Kampf die Z-Attacke einsetzen. Die Z-Kristalle werden übrigens nicht verbraucht. Du kannst sie beliebig oft einsetzen. Also doch nicht so Limit-Break-artig wie in Final Fantasy. Schau mir gut zu. So. Okay, kann man schon auf Wuffles einsetzen. Ich dachte, man braucht ein voll entwickeltes Pokémon. So, es hatte halt da praktisch da unten diese zusätzliche Schaltfläche. Okay, ich sollte besser mal rauszoomen. So, dann hat er zwei verschiedene Attacken. Und macht dann halt dieses Affentheater. Bevor die Attacke dann endgültig einsetzen kann. Wuffels hüllt sich in Z-Kraft. Wuffels nimmt all seine Kräfte zusammen, setzt eine Z-Attacke ein. Hypersprintangriff. Okay, das Sprinten sieht etwas doof aus. Und dann war es auch schon mit der Erklärung. Ein allzu großer Kniff steckt da nicht dahinter. Ja, es gibt nicht hinter allem immer einen Sinn. Puh, durch die Z-Kraft überträgt der Trainer seine Gefühle und Gedanken auf sein Pokémon. Und das laugt ganz schön aus. Deswegen kann man sie nur einmal pro Kampf einsetzen. Mehr geht einfach nicht. Ist genauso wie Mega-Entwicklungen. Kann man auch nur einmal im Kampf einsetzen. Ist das alles, was Ihnen auf den Herzen liegt, Professor? Oh Schreck, das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe Lily auf Route 3 aus den Augen verloren. Würdest du sie bitte für mich suchen gehen, Lukas? Ja, natürlich. Dann werde ich zur Sicherheit noch einmal in der Höhle nachsehen. Richtig, wir sollten uns aufteilen und nachher suchen. Also, gehen wir einfach mal ins Pokémon Center ran, heilen uns erstmal. Ich glaube, allzu viel können wir nicht machen, jetzt nachdem wir hier diesen ersten Z-Kristall bekommen haben. Also ich finde es immer noch so unnötig, dass man jetzt praktisch zwei Sachen aus diesen Orden macht, aus diesen neuen Orden. Aber es gibt auch spezielle Niums oder spezielle Z-Kristalle für spezielle Pokémon. So haben wir ja auch das Relaxonium erhalten, welches nur für Relaxo gedacht ist, was wir aktuell noch nicht haben, aber wir werden das noch kriegen. Gehen wir einfach mal auf Route 3.
So, da sind wir auch schon. Und was steht hier drauf? Route 3 nimmt dich von den Pokémon in der Luft in Acht. Okay, ich muss jetzt sowieso den Part eigentlich beenden. Das geht mir alles immer viel zu schnell. Ein Habitag Wild. Ja, ich würde mal sagen, das lehne ich ab. Okay, Level 12, das ist ein guter Level. Flucht gescheitert. What? Ja, warum denn das? Okay, wir müssen es anscheinend bekämpfen. Es will anscheinend gefangen werden. Ich verliere deine Freiheit an mir. Ja, setz einfach mal Schnabel ein. Warum ist es halt schneller als wir? Wir sind doch so fett. Ich weiß es nicht. Das müsste aber auch gut reichen. Und das hat es auch getan. Auch wenn ich es persönlich nicht brauche, ist immer wieder schön, sowas dabei zu haben oder gefangen zu haben. Ich meine, das ist Habitag. Und unser Pokédex nimmt weiterhin zu. Naja, Leute, das war's für den Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao und denkt immer dran, Freundschaft ist Magie. Haltet die Ohren steif.